Sallu ala Ahmed, sallu alayhi. 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erstens vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für diese wunderschöne Unterrichtsreihe Assalamu. Wir brauchen immer wieder diese Erinnerung an die Sedekun, an diejenigen, die uns im guten Vorbild sozusagen vorausgegangen sind, um uns zu erinnern, wie wir leben sollten und in uns sozusagen gute Vorbilder zu schaffen. Und wir müssen uns klar sein, dass wir in einer Zeit leben, in der die Welt voll ist mit schlechten Vorbildern und in unser Leben und die Medien und die Schulen und die Bücher und die Lieder voll sind mit schlechten, mit Vorbildern, die uns nichts nützen, die uns vielleicht schaden. Und es wird viel zu wenig, also wir alle kümmern uns viel zu wenig darum, um uns an gute Vorbilder zu erinnern. Und es gibt heute Muslime, die noch nie in ihrem Leben irgendwas von irgendeinem der Sabiqun gehört haben, also die noch nie irgendwie eine Erinnerung gehabt oder gehört haben an einen Menschen, dem es wert ist, nachgeahmt zu werden. Und wenn ein Mensch einmal in seinem Leben von solchen Leuten hört, ist es besser, als wenn er nie davon hören würde. Wenn man einmal im Jahr davon hört, ist es besser, als einmal im Leben. Wenn man einmal im Monat davon hört, so wie in dieser Unterrichtsreihe, ist es besser, als einmal im Jahr. Wenn man einmal in der Woche hören würde, wäre es noch besser. Wenn man jeden Tag hören würde, wäre es noch besser. Und Allah soll uns helfen, dass wir in unseren Häusern, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, in unserer muslimischen Gesellschaft immer wieder die Erinnerung an die Sabiqun hochhalten, also an die Leute, die es wert sind, nachgeahmt zu werden. Das ist der Punkt, um den es dabei geht. Und ich erinnere uns daran, dass wir im Koran jeden Tag sagen, also oder im Gebet jeden Tag sagen, Ihdina Sirat al-Mustaqim, führe uns den geraden Weg, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Weg verbunden mit den Leuten dieses Weges. Und wir müssen uns immer wieder an die Leute des geraden Weges erinnern, um uns selber den geraden Weg zu erleichtern. Und Allah gibt uns den Befehl, Kunu Masadiqin, seid mit den Aufrichtigen. Und auch wenn wir es oft nicht schaffen, wirklich materiell, also im realen Leben mit den aufrichtigen Menschen zu sein, dann sollen wir zumindest versuchen, geistig mit denen zu sein, die aufrichtig sind. Und das gelingt eben durch solche Versammlungen und solche Erinnerungen und solche Lektüre und so weiter. Und wir haben heute die Freude, über Abu Hanifa Nu'man zu sprechen. Imam al-Adam. Wichtig ist, was ich von Anfang an betonen möchte, ich werde heute nur über seine Person sprechen, weil mir gesagt worden ist, der Sinn der Unterrichtsreihe ist eben, uns an die Sabiqun zu erinnern, in dem Sinn, in dem wir sozusagen direkt in unserem Leben von ihnen profitieren können. Also in der Hinsicht, in der sie für uns Vorbild sind. Und ich habe versucht, sozusagen das Leben von Imam Abu Hanifa auf die Punkte zu reduzieren, die mir jetzt in unserem Leben entscheidend vorkommen. Es wäre natürlich sehr wichtig und gut, über sein Werk zu sprechen, über die Usul dieser Rechtsschule zu sprechen, über die Besonderheiten dieser Rechtsschule zu sprechen. Und ich würde wirklich vorschlagen, dass das sehr bald auch in diesem Kreis gemacht wird und dass vielleicht Dr. Hake Aslan, der hier sitzt, das übernimmt, so als zweiten Teil dieser, also des Vortrags sozusagen. Wie gesagt, heute geht es einfach um die Person Abu Hanifa und weniger um sein wissenschaftliches Werk, weniger um seine Rechtsschule, es vielmehr um sein Leben und das, was wir von seinem Leben nutzen und an Lehren ziehen können. Und wir müssen uns natürlich klar sein, dass die Biografie solcher Menschen, vor allem aus dieser Zeit, ist zum Teil lückenhaft. Also gerade bei Imam Abu Hanifa, wenn man sich die Biografie ansieht, ist es eigentlich ein Puzzle. Ja? Es ist hier ein Teil, es ist hier eine Überlieferung, es sind natürlich viele Überlieferungen und zum Teil auch sehr glaubwürdige Überlieferungen, aber es gibt jetzt kein Gesamtwerk, wo ich sage, eine Biografie, die jetzt zu seiner Zeit geschrieben worden ist und die von ihm jetzt autorisiert worden wäre oder so, wie das heute gemacht wird, sondern
die Beschreibungen, die wir über sein Leben haben, sind lückenhaft. Und es ist wichtig, das zu wissen. Und natürlich, wenn wir jetzt über ihn sprechen in einer Stunde, über ein Leben, das 80 Jahre gedauert hat, dann ist es noch lückenhafter. Und insofern sollen wir uns immer bewusst sein bei solchen Themen, dass das, was wir sprechen, was wir bekommen, ist ein Tropfen aus einem Ozean. Und die Menschen, über die wir sprechen, haben mehr gemacht und waren größer und waren einflussreicher und waren wichtiger und ihr Leben hat viel mehr Lernen gehabt als das, wofür wir hier sprechen. Also ich spreche von einigen ganz wenigen Stationen seines Lebens und das, was mein kleiner Geist irgendwo davon verstanden hat oder so, aber das, was man verstehen könnte, wäre noch viel mehr. Also insofern soll es neugierig machen und es soll auf keinen Fall den Eindruck erwecken, wir würden jetzt in einer Stunde das Thema Imam Abu Hanif Rahimullah abhaken oder erledigen oder so. Zunächst mal die biografischen Daten. Abu Hanifa wurde im Jahre, es wird gesagt, er wurde im Jahre 80 nach Hijra in Kufa geboren. Es wurde gesagt, weil es gibt auch andere Überlieferungen, es gibt auch die Meinung, dass er im Jahre 61 geboren ist. Aber es ist wahrscheinlicher, dass es im Jahre 80 war. Und er ist nach relativ einstimmiger Meinung aller Gelehrten im Jahre 150 nach der Hijra gestorben. Jetzt Jahreszahlen sind eigentlich nicht sehr, sind normalerweise kein sehr interessantes Thema, außer man ist Historiker, man liebt Geschichte, aber ansonsten normalerweise mag man keine Jahreszahlen. Ja. Aber die Jahreszahl soll uns trotzdem zu denken geben. 80 nach Hijra heißt ca. 70 Jahre nach dem Tod des Propheten Salam. Und diese Zeit ist eigentlich extrem kurz. Und aus diesem Datum, also wir müssen uns klar sein, die Zeitspanne ist sehr kurz, die Erinnerung an den Propheten Salam, die Erinnerung an die ersten Tage, die Erinnerung an diese Tage war sehr frisch. Das heißt, Imam Abu Hanifa hat Sahabis gesehen. Wir kommen später noch dazu, wen genau, aber er hat zum Beispiel eines Ibn Malik gesehen. Okay? Wobei aber Abu Hanifa zu der Zeit sehr jung war. Also man geht davon aus, dass er nicht von Sahabis gelernt hat, aber sie gesehen hat. Und in der Hinsicht sozusagen gilt er als Tabi'i. Aber in einer anderen Hinsicht, nämlich dass er von den großen Tabi'in, und wir kommen später darauf zurück, wer das sind, gelernt hat, gilt er in Bezug auf sein Wissen und in Bezug auf seine Minhaj und so weiter als Tabi'i. Aber was wichtig für uns ist, dass die Zeit, in der er gelebt hat, und der zeitliche Abstand, der zwischen ihm und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam war, war sehr, sehr kurz. Und das ist mal wichtig zu wissen. Es ist auch interessant, dass eben sehr viele biografische Details unbekannt sind. Und ich glaube, es liegt daran, dass diese Menschen sich selbst nicht sehr wichtig genommen haben, sondern sie haben wichtig genommen, was sie tun, was sie auf diesem Weg machen. Und es gibt einige Gelehrte, von denen wir bis heute lernen, die uns völlig unbekannt sind. Also wenn wir zum Beispiel in Hadith-Wissenschaft das berühmte Lehrgedicht der Baiqunia anschauen, dann sehen wir, dass der Verfasser dieses Gedichts, das heute 1400 Jahre nach, oder nicht 1400, hunderte Jahre nach seinem Ableben, noch immer als Standardwerk in Hadith-Wissenschaft gilt und auf der ganzen Welt gelesen wird. Wenn man sucht nach seinen biografischen Daten, findet man nichts. Man weiß nicht mehr, wie er genau geheißen hat. Man hat ungefähre Informationen, wo er ungefähr gelebt hat, was er ungefähr gemacht hat. Man weiß nicht mehr seinen genauen Namen. Bei Abu Hanifa ist es in einigen Teilen sehr ähnlich. Also wenn man sagt, wir wissen nicht ganz genau, wann er geboren ist. So Dinge wie zum Beispiel seine familiäre Situation ist nicht eindeutig belegt. Seine Abstammung, da kommen wir jetzt gleich, ist auch nicht ganz klar. Was wir wissen über seine Abstammung ist folgendes. Sein Großvater kommt aus Kabul. Also Abu Hanifa war von seiner Abstammung her Perser. Und genau, sein Großvater ist aus dem jetzigen Afghanistan. Und da gibt es verschiedene Überlieferungen, ob er ein Sklave war,
oder ein freier Mann war, oder ob er anfangs Sklave war und dann frei geworden ist, das weiß man nicht genau. Aber jedenfalls sein Großvater ist sozusagen von Kabul in Richtung des jetzigen Irak übersiedelt. Der Vater von Abu Hanifa, Thabit, war ein Seidenhändler. Das heißt, er war ein Händler, der mit wertvollen Kleidungsstücken gehandelt hat. Und es deutet alles darauf hin, dass sein Vater sehr, sehr wohlhabend war. Dass es eine fromme Familie war. Und es gibt eine Geschichte, die, ich glaube, jeder kennt, weil sie so die in allen Moscheen erzählt wird, immer wieder, wenn man über Abu Hanifa spricht. Die Kurzform ist die, dass sein Vater einen Apfel in den Fluss gefunden hat und reingebissen hat und dann plötzlich einen Zweifel gehabt hat, ob es sozusagen sein Recht war, diesen Apfel zu essen, und flussaufwärts gegangen ist und so weiter, bis er den Garten gefunden hat, von dem dieser Apfel gekommen ist, und dann den Gartenbesitzer sozusagen nachträglich um Erlaubnis gebeten hat für diesen Apfel oder für diesen Bissen Apfel. Und der Gartenbesitzer hat gesagt, ich verzeihe dir das nicht, also ich nur unter einer Bedingung, nämlich dass du meine Tochter heiratest. Und aus dieser Ehe ist dann Abu Hanifa hervorgegangen. Zu der Geschichte sagen wir wissen nicht eindeutig, also wir haben jetzt keinen super starken Senner dazu, wir wissen jetzt nicht eindeutig, ob die Geschichte stimmt, aber sie stimmt vom Sinn her. Sie stimmt vom Sinn her, dass eine Ehe, die auf Halal basiert, rechtschaffene Kinder hervorbringt normalerweise. Das ist die Regel, das ist die Summe des Lebens sozusagen. Und dass es Menschen gibt, die extrem genau sind, das extrem genau nehmen mit Halal und Haram Risk. Und das normalerweise, das bringt Segen in eine Familie und bringt auch Segen in die Kinder. Oder in das Aufwachsen, die Art und Weise, wie die Kinder aufwachsen. Genau. Wir haben gesagt eben, dass Imam Abu Hanifa Perser war. Wir müssen sehen, dass die arabischen Gesellschaften, also die vorislamischen arabischen Gesellschaften, so konstruiert waren, dass ein Mensch, der keine Kabile hat, der zu keinem Stamm gehört, also ein zum Beispiel Nicht-Araber unter Arabern oder ein Araber, der keiner, der aus seinem Stamm ausgeschlossen ist, oder was auch immer, dass der im Prinzip hilflos ist. Dass der überhaupt keinen Wert mehr hat. Also der Wert der Beziehungen ist durch die Zugehörigkeit zu bestimmten Verwandtschaftsgruppen definiert worden. So wie bei den Hindus, keine Ahnung, man zu einer Kaste gehören muss, um irgendwie Schutz zu haben, sozusagen, was in der vorislamischen Gesellschaft die Zugehörigkeit zu stemmen. Und man sieht, dass die Botschaft des Islams war, dass genau dieses System umgedreht worden ist, in eine völlig andere Richtung, nämlich der wertvollste, der edelste unter euch ist der am meisten Gottesfurcht hat. Und das war ein Konzept, das völlig anders war als das Konzept, das zu der Zeit gegolten hat. Wenn auch, und das werden wir auch sehen in der Geschichte von Kufa und so weiter, wenn auch die Bedeutung von Verwandtschaftsbeziehungen nicht völlig gelöscht worden ist oder nicht völlig an Bedeutung verloren hat. Aber das wesentliche Kriterium ist verändert worden. Verwandtschaftsbeziehungen haben noch immer Bedeutungen, aber das wesentliche Kriterium, nämlich das Kriterium von Taqwa, das Kriterium von der Respekt vor Wissenden und so weiter, das ist das, was sozusagen als oberstes Kriterium gegolten hat. Und die Verwandtschaftsbeziehungen, die Zugehörigkeit zu einer Nation, Nationalismus, Tribalismus, ist untergeordnet geworden. Und so hat der Prophet, ist überliefert, dass er gesagt hat, Salmanu minna al-Bait, Salman al-Farisi, Salman der Perser, ist von uns, den Leuten der Familie, al-Bait. Also der Prophet hat zwischen sich und einem Perser eine Verwandtschaftsbeziehung hergestellt, was für die Araber in vorislamischer Zeit unmöglich war. Oder es gibt eine Überlieferung, in der es heißt, Ali kulli barin taqi. Meine Familie ist jeder, der gut und fromm ist. Das ist so seine Familie definiert.
Und wichtig ist, dass in der Zeit von Abu Hanifa die meisten Leute, die einflussreich im Wissen waren, also die großen Gelehrten dieser Zeit, waren nicht Araber. Und das ist etwas, was vorher unvorstellbar war. Das war die Generation von Abu Hanifa. Die Generation von Abu Hanifa ist plötzlich eine Gruppe von Gelehrten entstanden, die einflussreich waren und die alle keine arabischen Wurzeln hatten. Und es gibt mehrere Gründe dafür. Ein Grund könnte sein, dass die Araber zu der Zeit einfach beschäftigt waren mit politischer Führung, mit militärischen Herausforderungen und so weiter, die sie einfach zu bewältigen hatten. Und dass sozusagen die Beschäftigung mit Wissen sozusagen zu Nicht-Araber gegangen ist. Vor allem in der Umayyadenzeit, wo die Zugehörigkeit zu den Arabern eine große, große politische Bedeutung gehabt hat. Die andere Erklärung dafür ist, dass die Sahaba sozusagen, auf einen Sahaba sind viele Mawali gekommen, sind viele Nicht-Araber gekommen, die mit ihnen waren und die von ihnen gelernt haben. Und dadurch ist sozusagen das Wissen von den Sahaba zu Nicht-Arabern weitergegeben worden. Und das Wissen hat sich dann bei den Nicht-Arabern ausgebreitet. Und natürlich, es waren natürlich Hochkulturen, die in den Islam eingetreten sind. Und das darf man nicht vergessen. Also dass die Perser zum Beispiel haben eine völlig andere Kultur, wir haben völlig andere kulturelle Wurzeln als die Araber, als arabische Stämme zum Beispiel, als Beduinen. Das heißt, die waren tief verwurzelt in Schriftkultur und einfach, es war Hochkultur, also ein Volk mit kultureller Geschichte. Und das hat einen Einfluss auf die Wissenskultur gehabt. Und natürlich die Stadtkultur, die Tatsache, dass die Leute, die neu in den Islam gekommen sind, Stadtkulturen waren. Und immer Stadtkulturen begünstigen Lernen, begünstigen Wissen. Und zum Beispiel die Kultur von Beduinen ist eine Kultur, die von Natur her, von Grund auf, keine Wissenskultur ist. Warum? Wenn man sich vorstellt, dass man mit einer Schafherde von Oase zu Oase zieht, dann kann man sich vorstellen, dass da relativ wenig Platz gibt zum Lernen. Einfach weil es auch den Kontakt nicht gibt. Es ist eine Kabile, es ist ein Stamm, der wenig Kontakt zu anderen hat. Weil in einer Stadtkultur ist es so, dass Leute zusammenkommen, dass Leute sich mischen, dass unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche kulturelle Werte aufeinandertreffen. Und das fördert Wissen und fördert intellektuelle Beschäftigung. Gut. Dann, Imam Abu Hanifa, als er jung war, ist sozusagen in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und war ebenfalls Händler. Also hat das gleiche Geschäft gemacht, das auch sein Vater gemacht hat. Und ein Auto muss rausgefahren werden. OSBD 726. Das frühe Leben von Abu Hanifa war, dass er sozusagen, er ist in die Fußstapfen des Vaters getreten, hat begonnen auch in diesem Business sozusagen zu arbeiten, also als Stoffhändler oder mit Seidenkleidern. Und es gibt Überlieferungen darüber, wie viel er von seinem Vater geerbt hat. Und das sind ganz interessante Zahlen. Ne? Das heißt, er hat von seinem Vater 200.000 Dirham bekommen. Das würde man aus heutiger Sicht wahrscheinlich, würde man sagen, Multimillionär oder so. Das sind 8.500 Goldstücke, das war der Wert von 25.000 Schafen. Das kann man sich zwar jetzt als Stadtmensch schwer vorstellen, was 25.000 Schafe bedeuten, aber wenn man sich mal überlegt, ja, 25.000 Schafe und natürlich die Schafe leben zusammen und bringen wieder neue Schafe hervor, dann kann man sich vorstellen, was das für ein Reichtum ist. Es heißt, er hat so viel gespendet, dass er von 200.000 hat er 4.000 behalten für sich. Und sein Monats, also die Ausgaben, die er für sich selbst getätigt hat, also sein Masruf, seine monatlichen Ausgaben, waren 2 Dirham von diesem Vermögen. Also er war bekannt für seine Askese und für seine Bescheidenheit. Aber wichtig war, er hat eben als junger Mann hat er gearbeitet und er war, als er jung war,
nicht wirklich, er war nicht bekannt dafür, dass er sich mit Wissen beschäftigt. Er hat sehr jung den Koran auswendig gelernt. Okay? Und das war einer der Dinge, die Abu Hanifa, die Abu Hanifa und viele andere in der Gelehrten auszeichnen. Die tiefe Beziehung zum Koran. Okay? Es wird überliefert, dass Imam Abu Hanifa im Ramadan 60 Khatm gemacht hat. Also jeden Tag zweimal den Koran durchgelesen hat. Und Sheikh Abdul Hakim Murad hat gesagt, dass es gibt vier Leute, die bekannt dafür sind, dass sie den ganzen Koran in einer Raka gelesen haben. Den ganzen Koran in einer Raka. Osman ibn Affan, Said ibn Jubair, Tamim Adari und Imam Abu Hanifa. Vier Leute, die den ganzen Koran in einer Raka gelesen haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, wie soll das gehen? Ist doch unlogisch, 15 Stunden braucht man mindestens und so weiter. Aber Lilaif Khalki Shunyan, wenn er will, wenn er Barakan die Zeit geben will, kann er es geben. Und die Gesetze, die wir gewohnt sind, können außer Kraft gesetzt werden, wenn einer das will. Wir haben gehört, ein Gelehrter im Jemen ist jetzt in der letzten Zeit einmal in der Schule gebracht worden und da haben sie ihm so den Computerraum gezeigt und haben sie ihm gezeigt, was diese Computer alles können. So, und der Computer macht das und dieses und rechnet das und macht das. Und, also sie haben gezeigt, was die moderne Zeit alles erreicht hat. Ja. Und er hat zugehört, hat den Kopf genickt, hat gelächelt, hat sich das Ganze angehört. Und am Ende hat er gesagt, wenn ein Computer das kann, was kann ein Wally? Ich meine, wenn alle dem Computer diese Möglichkeit gibt, warum soll ein Mensch nicht die Möglichkeit geben? Warum soll ein Mensch nicht die Möglichkeit geben, Dinge zu machen, die man nach menschlichen Erwartungen einfach nicht für möglich hält? Ja? Gestern hat dies Unterricht gesprochen. Wenn wir vor 30 Jahren jemanden eine Skype-Konferenz beschrieben hätten, hätte er gesagt, du bist verrückt. Und das muss man immer wieder, dieses Ding muss man immer wieder denken. Wenn wir vor 30 Jahren jemanden erzählt hätten, ich setze mich hin und spreche und da ist irgendein Gerät und es fängt mein Bild auf und wandelt es in elektrische Impulse und das geht dann durch irgendwelche Wände und dann geht es zu einem anderen Gerät und durch irgendwelche Kabeln, dann geht es zu einem anderen Gerät, dann kommt es zu einem großen Teller, der schickt dann diese Wellen in das Weltall, dort ist irgendwo da fliegen unterbrochen Geräte herum im Weltall, die um die Erde herumkreisen, die fangen das auf, Satelliten, die schicken das zu einem anderen Gerät, die schicken es wieder zur Erde, dort fängt es wieder in den Teller auf und das Ganze wird dann wieder durch Kabel durch die Erde geschickt und kommt dann bei meinem Freund in Amerika, der auch Skype hat, kommt es raus und der sieht dann mein Bild, so wie ich wirklich bin und hört meine Stimme, so wie sie wirklich ist und das Ganze ungefähr eine Zehntelsekunde später und das Ganze kostet nicht einmal was, dann hätte man vor 30 Jahren gesagt, du bist verrückt. Das kann nicht sein, oder? Und in dem Sinn also soll man mit diesem Urteil, Dinge können nicht sein, muss man vorsichtig sein. Auf jeden Fall, Imam Abu Hanifa hat in seiner Kindheit oder in seiner Jugend, war nicht bekannt dafür, dass er jetzt sich sehr viel Wissen angeeignet hat, er hat den Koran auswendig gekonnt und er hat mit Tijara gearbeitet. Und er hat sein Leben lang ist sein Leben lang erwerbstätig geblieben sozusagen. Also es ist nicht bekannt, dass er es irgendwann mal aufgegeben hätte. Er hat gearbeitet. Und es ist etwas, was man bei vielen Gelehrten auch heute sieht. Also viele Gelehrte, die auch jetzt leben, haben irgendeine Art von Einkommensquelle, die unabhängig ist von ihrem Wissen. Warum? Weil wenn ein Gelehrter jetzt sozusagen Gehalt bekommen würde als Gelehrter, dann macht er sich abhängig. Er macht sich abhängig vom Staat und er macht sich erpressbar. Und viele Gelehrte haben das abgelehnt und haben sozusagen lieber,
irgendwas gearbeitet, als sozusagen abhängig zu werden. Also wenn ich jetzt an die syrischen Schuyuch denke, die letzte Zeit gelebt haben. Sheikh Mohammed Zucker war ebenfalls auch Stoffhändler. Sheikh Al-Burhani war Kinderarzt. Sheikh Adib Al-Kalas, einer der größten Gelehrten von Damaskus, der war Kalas, also der hat mit, wie sagt man das, Kalas, also er hat mit Kalk, ein Kalk, kann man sich nur vorstellen, was ist Kalka, also so ähnlich wie, der einfach die Mauern mit Kalk verputzt oder für, was weiß ich. Und bei ihm war bekannt, dass er, also ein Bauarbeiter, könnte man sagen, also ein höher qualifizierter Bauarbeiter, und gleichzeitig hat es geheißen, er ist der kleine Imam Shafi. Also ein Ozean von Wissen. Und als er jung war, hat er die Al-Fiyat ibn Malik auswendig gelernt. Er war in Damaskus einer der Ersten, der das auswendig gelernt hat, weil es so schwierig ist. Und das heißt, er hat seine Kappe aufgehabt und hat unter der Kappe ein kleines Büchlein gehabt mit der Al-Fiyat. Und hat irgendwie, keine Ahnung, ist es so irgendein Kran oder so, hat diese Masse, die Ziegelsteine oder was auch immer, runtergebracht, er hat sie genommen, hat sie auf die Seite gestellt, hat seinen Hut aufgemacht, hat eine Zeile gelesen, wieder zugemacht, das nächste genommen, und so hat er gelernt. Weil er auch, also sein Vater war gestorben, der war verantwortlich für seine Mutter und so. Wichtig ist daran, dass es eine Eigenschaft vieler Gelehrter ist, dass man versucht, unabhängig zu sein von Herrschern und unabhängig zu sein von irgendwelchen Einkommensquellen. Und ebenso Imam Abu Hanifa. Und das ist auch eine Lehre, die wir ziehen können. Es gibt viele Leute jetzt, die sagen, ich möchte gerne den islamischen Weg gehen, ich möchte gerne Wissen erlernen, ich möchte gerne das, aber ich brauche keine Schule, ich brauche kein Abitur, und ich brauche kein Studium, und ich brauche eigentlich nichts. In der Moschee werden sie mich schon nehmen. Also ich habe genau das jetzt vor 3-4 Tagen, hat mich ein Bruder genau das gefragt. Er hat gesagt, ja, ich sehe nicht ein, warum ich jetzt eine Schule machen soll, weil ich weiß, dass ich Imam werden möchte, und die Moschee wird mich sicher nehmen, und ich brauche doch nichts lernen. Und es ist nicht so, dass jetzt jeder Mensch lernen muss. Wenn jemand keine Begabung zum Lernen hat, dann soll er was anderes machen. Aber es ist gut. Also wir sollen in den Dingen, die wir machen, gut sein. Und man soll sich auch zum Beispiel als Imam oder so, also es ist nicht immer die beste Wahl, abhängig zu sein von einem Moscheevorstand und von den Launen eines Vereins und so weiter, weil es oft sehr, sehr schwierig ist. Ja? Und viele leiden darunter und viele scheitern sogar daran. Also ich kenne viele Fälle, wo Leute, die, also Imame oder Leute, die diese Himmer gehabt haben, die sind einfach zerbrochen an den irgendwelchen Konflikten, die es dann in irgendwelchen Vereinen gibt und so weiter. Und es wäre vielleicht besser für sie gewesen, wenn sie eine Arbeit gehabt hätten, mit der sie ihre Familie versorgen können und daneben sozusagen diese Arbeit, diese geistige Arbeit machen, die sie machen. Gut. Imam Abu Hanifa war so, dass er eben, er hat seinen Handel gehabt. Er war bekannt dafür, also dass er war ein sehr schöner Mensch. Er war bekannt dafür, dass sein Gesicht schön ist, dass eher dunkle Farbe gehabt, aber eben Gesicht, das also die Leute angesprochen, und er war sehr schön gekleidet. Und er hat Wert darauf gelegt, dass seine Schüler sich schön kleiden. Und ist einmal der Schüler zu ihm gekommen, der war schlecht gekleidet, und er hat gesagt, du sollst dich besser anziehen. Es gehört sich für dich, dass du deinen Zustand änderst, deinen äußeren Zustand, deine Kleidung. Warum? Er hat es begründet. Er hat ihn gefragt, bist du arm? Und er hat gesagt, nein, ich bin nicht arm. Also ich bin asketisch, ich brauche mich nicht schön anziehen. Und er hat gesagt, damit dein Freund sich keine Sorgen um dich macht. Zieh dich schön an, damit die Leute nicht denken, du bist arm. Also das ist eine sehr, sehr hohe Form von gutem Geschmack im Umgang mit Menschen. Ne? Gut. Gut, also Abu Hanifa ist jetzt ein wohlhabender junger Mann, der eben in diesem als Stoffhändler arbeitet, der gut erzogen ist, der natürlich religiös ist, aber der keine tiefen Beziehungen zu Gelehrten seiner Zeit hat. Und er geht jetzt und findet, oder ein Gelehrter sieht ihn. Und wer ist dieser Gelehrte? Al-Shabi. Al-Shabi ist der große, große Imam der Tabi'in, der auch in Kufa gelebt hat, sieht ihn und sagt,
Ich sehe in dir Haraka wa Yaqava. Ich sehe in dir Bewegung und Wachheit, geistige Wachheit. Das heißt, er sieht etwas Gutes in ihm. Er sieht in diesem in Abu Hanifa ein geistiges Potenzial und sagt, gehst du zu den Gelehrten? Und er sagt, nein, ich gehe nicht zu den Gelehrten, ich gehe zum Markt arbeiten. Und er hat gesagt, es ist besser für dich, zu den Gelehrten zu gehen, als zum Markt zu gehen. Okay? Und sagt ihm sozusagen, macht diese Wasir und sagt, geh und lerne und nütze die Zeit. Und er sagt, Had al-Kalam waqa'a fi qalbi. Dieser Ausdruck von Imam Shabi ist in mein Herz, also er hat mein Herz berührt sozusagen. فَنَفَعَنِ اللَّهُ بِقَوْلِهِ. Und Allah hat mir Nutzen von seinen Worten gegeben. Das heißt, er hat jetzt beschlossen, nachdem Imam Shabi ihn gesehen hat und ihm das gesagt hat, hat er beschlossen, er wird jetzt beginnen, zu den Gelehrten zu gehen. Und das ist wieder etwas, was wichtig ist hier. Wir sehen das in der Biografie von einigen Gelehrten, dass sie jung waren und dass irgendwer von den Gelehrten oder von den Salihin oder so auf sie aufmerksam geworden ist. In der Biografie von Imam Nawawi sieht man das. Imam Nawawi war natürlich von Anfang an ein besonderes Kind und ein Kind, das sein Vater auf ihn geachtet. Ja? Und dann war ein Wissender war in dem Dorf in Nawawi zufällig in Anführungszeichen. Ja? Das war Yasin ibn Yusuf al-Marrakeshi. Al-Marrakeshi. Und der hat Imam Nawawi, dieses kleine Kind, der war doch 7 Jahre oder so, hat ihn gesehen, hat gesagt, dieses Kind ist besonders. Hat seinem Vater gesagt, pass auf ihn auf, dieses Kind hat ein großes Potenzial. Und das ist halt etwas, was auch sehr interessant ist, dass man oft bei Kindern und Jugendlichen etwas sieht. Man sieht, dass manche Kinder, das spürt man, manche Kinder haben irgendwie Sirr, haben irgendwie was Besonderes an sich. Und natürlich die Leute, die Wissen haben und die Leute, die irgendwie deren und so sehen das natürlich. Und man soll auch seine Kinder zu solchen Leuten bringen und deren Ratschläge ernst nehmen. Und natürlich auch vor allem sich selbst. Man soll sich selbst zu solchen Leuten bringen und deren Ratschläge ernst nehmen. Ja? Weil hier war sozusagen ein Wort, wenn man es überlegt, ist interessant, es ist eigentlich ein Wort, das die Geschichte der Menschheit verändert hat. Wenn man sich überlegt, was die hanafitische Rechtsschule, also welchen Einfluss die hanafitische Rechtsschule auf der Welt hat, wie sehr Abu Hanifa diese Umma geprägt hat. Das ist geschichtsverändernd. Und das war ein Wort von diesem Imam, der sagt, du, geh nicht zum Zug, aber kümmere dich darum, auch Wissen zu erlangen. Okay? Also wir haben gesagt, Imam Abu Hanifa geht zum Suq und findet Imam Shabi, und Imam Shabi ist einer der einflussreichsten Gelehrten dieser Generation. Also einer der einflussreichsten Gelehrten der Tabi'in-Generation ist er. Das heißt, dieser Ort, also ich meine, wir gehen jetzt nicht in Osnabrück herum und finden irgendwie einen großen Gelehrten auf der Straße sitzen, der uns sagt, hey du, geh jetzt besser dorthin und mach besser das nicht, oder? Also wir würden vielleicht um die Welt reisen, um einen Gelehrten wie Imam Shabi zu sehen, aber wir erwarten nicht, dass er auf der Straße sitzt und uns anspricht, richtig? Kufa war zu dieser Zeit ein ganz besonderer Ort. In Kufa haben zu der Zeit nach Berichten, natürlich diese Berichte sind jetzt, also man kann jetzt an der genauen Zahl zweifeln, aber nur diese Zahlen geben uns eine Vorstellung. Ja? Es heißt, in Kufa haben zu der Zeit 1500 Sahabe gelebt. In der ersten Zeit, nachdem sozusagen Kufa belebt worden ist von Muslimen. Und 24 Leute von Badr haben dort gelebt. Und allein das wäre schon groß. Also Kufa war ein Zentrum von Wissen und ein Zentrum des prophetischen Erbes. So muss man das sehen. War einer der Zentren, in denen das Wissen des Propheten und das Wissen aus der prophetischen Zeit weitergetragen worden ist. Und Imam Abu Hanifa war mittendrin. Was hier wieder interessant ist für uns, ist, dass wir sehen, dass die politischen Umstände sich dann,
dramatisch verändert haben, und dann ist das Kalifat nach Bagdad und Damaskus und dieses und jenes, und wir sehen, dass die Zentren des Wissens nicht stabil sind, und das gilt bis heute. Wir sehen in der Geschichte des Islams, dass es hat Zeiten gegeben, wo die Leute von Medina Munawwara nach Timbuktu gefahren sind, um dort zu studieren. Weil sie gewusst haben, in Timbuktu leben so große Gelehrte, und das ist ein Zentrum des islamischen Wissens, und da kann man Dinge lernen, die man vielleicht in Medina damals nicht lernen konnte. Es hat Zeiten gegeben, wo Al-Azhar al-Sharif das absolut unhinterfragbare Zentrum des islamischen Wissens war. Es hat Zeiten gegeben, wo Zeytuna in Tunis ein großes Zentrum von lebender Wissenskultur war. Ganzen Zentralasien, Zentralafrika. Ja? Und heute, wir wissen vielleicht, es könnte sein, dass es irgendwann mal Osnabrück wird, es könnte sein, dass es Chicago wird, es könnte sein, wir wissen es nicht. Ja? Aber wichtig, Istanbul, ja, auch ist, war einer der Zentren von Wissenskultur. Ja? Aber wir müssen sehen, das ist wirklich eine sehr interessante Sache, dass die Zentren des Wissens veränderlich sind. Und der Mensch muss sich darauf einstellen. Und das ist auch eine der Dinge, die mit diesem Überwinden von Nationalismus zu tun haben. Dass egal wo Wissen ist, suche es. Ja, und sag nicht, okay, keine Ahnung, ich bin Österreicher und ich werde es nur mehr von Österreichern lernen. Dann werde ich wahrscheinlich lange warten oder so. Oder was auch immer. Ja? Weil es ist einfach, diese Tendenz ist natürlich da im Menschen. Der Mensch versucht sich immer irgendwie, sucht sich Wir-Gruppen und grenzt sich in irgendeiner Weise ab. Ja. Aber wir müssen sehen, dass einfach Wissen ist mobil, ja, und Wissen verändert sich, also die Zentren des Wissens verändern sich schnell. Aber jedenfalls Kufa war zu der Zeit ein wichtiges Zentrum. Über Imam Abu Hanifa selbst wird gesagt, er hatte 4000 Lehrer. Er hat nach den Berichten 7 Sahabas gesehen und hat von 93 Tabi'in gelernt. Okay. Er hat von 93, also er hat 7 Sahabas gesehen, wie gesagt, er war sehr jung zu der Zeit. Also man kann nicht sagen, dass er von ihnen direkt gelernt hat, aber er hat sie gesehen. Allein das ist schon, das macht ihn auf einer Ebene zu einem Tabi'in. Dann, er hat von 93 Tabi'in gelernt. Das heißt, diese Generation, das ist das Wissen von Leuten wie Abu Hanifa, rahimahullah, ist das Wissen der Salaf. Okay? Und wenn wir das Wissen von Salaf lernen wollen, dann müssen wir von den Leuten lernen, von denen das Wissen der Salaf dokumentiert ist und systematisiert worden ist. Dann sehen wir, das ist auch eine wichtige Lehre für uns. Wenn wir sagen, Abu Hanifa hatte 4000 Lehrer, wie gesagt, man kann an diesen Zahlen nicht zweifeln, man kann sagen, vielleicht waren es nur 3000, was auch immer, vielleicht waren es auch nur 300, aber es waren sehr, sehr viele, und eine große Anzahl davon ist dokumentiert. Also ich will es jetzt nicht mit Namen langweilen, aber einfach, es ist eine große Anzahl dokumentiert. Und das ist eine wichtige Grundhaltung für einen Muslim, der lernen will, dass man sich nicht auf einen einzigen Lehrer beschränkt. Dass wir jetzt sagen, mein Sheikh ist der und der, mein Lehrer ist der und der, und von dem lerne ich und von niemand anderem. Sondern wo immer Wissen ist, profitiert man davon. Ja? Und Abu Hanifa war in seinem, das können wir vielleicht im nächsten Vortrag dann machen, wenn wir über die Rechtsschule an sich sprechen, die Systematisierung von Abu Hanifa, wird es wissen. Aber Abu Hanifa hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er extrem, dass sein Spektrum, das Spektrum von den Leuten, von denen er gelernt hat, war extrem breit. Wie kommt man zu 4000 Lehrern? Das ist auch eine Frage. Natürlich ist es im Islam so, dass wenn ich von einem Menschen ein Hadith höre, dann ist es ein Lehrer von mir. Was auch interessant ist. Wenn alle meine Harfan kuntulahu abdan, ja, ist ein Sprichwort, das ist kein Hadith. Also. Wer mir einen Buchstaben beibringt, für den werde ich Diener werden, sozusagen. Also der Respekt vor dem, der dir irgendwas beibringt. Wenn dir jemand ein Hadith beibringt, dann verdient er Respekt. Ja. Imam Abu Hanifa, es gibt Überlieferungen, die sagen, er hätte jedes Jahr Hajj gemacht. Natürlich von Kufa nach in den Hijaz ist nicht sehr weit.
Also es war jetzt nicht so, es ist für uns heute vielleicht schwerer, hier das Hatsch zu machen, als es damals war. Aber es wird berichtet, dass er zumindest er sehr oft Hatsch gemacht, das ist sicher. Und diese Leute, diese Gelehrten, wenn sie Hatsch gemacht haben, war das für sie ein Mausim, eine Hochsaison von Lernen. Die Leute sind gefahren mit Büchern beladen, dass sie dort, weil Hatsch ist auch unter anderem ist Hatsch ein Treffpunkt für Gelehrte. Gelehrte treffen einander und tauschen aus. Und natürlich zu der Zeit, wenn man sich vorstellt, dass die Zeit der Tabi'in, wie viel Wissen war damals in Mekka, wie viel Wissen war in Medina? Und von all dem hat Imam Abu Hanifa profitiert. Der war nicht irgendwie in Kufa isoliert und hat sein Leben lang dort verbracht und man sagt, er hat das nicht gehört, er hat jenes nicht gehört. Ja? Natürlich, niemand hat alles gehört, muss man auch sagen. Aber man darf sich nicht vorstellen, dass diese Leute isoliert waren. Die waren nicht isoliert, die waren in regen Austausch miteinander. Und Imam Abu Hanifa hat eben von den Leuten, die er dort getroffen hat, viel profitiert und viel gelernt. Und er sagt, er hat das Fiqh von Sayyidina Omar, von den Gefährten von Omar bekommen. Er hat das Wissen von Sayyidina Ali, von den Gefährten von Ali bekommen. Er hat das Wissen von Ibn Mas'ud, von den Leuten von Ibn Mas'ud bekommen. Und er hat das Fiqh von Ibn Abbas, von den Leuten von Ibn Abbas bekommen. Damit hat er die größten Sahabas gemeint, die für Wissen bekannt waren. Und hat gesagt, dass er einen direkten Senat gehabt hat zu all diesen verschiedenen Schulen der Sahaba. Und dieser Senat war extrem kurz. Es waren vielleicht ein, zwei, drei Leute zwischen ihm und diesem Sahaba. Ja? Und das ist etwas Besonderes, diese Vielfalt des Lernens. Okay? Sein Hauptlehrer in Kufa war Hamad ibn Suleiman. Und der ist im Jahre 120 gestorben, also in der Zeit war aber Imam Abu Hanifa 40 Jahre alt. Und er hat ihm Ijazah gegeben und nachdem Hamad ibn Suleiman gestorben war, hat Imam Abu Hanifa diese große Halakha von ihm übernommen. Also durch den Tod von ihm, von seinem Lehrer, hat er dann sozusagen diese zentrale Position als Lehrer, als Fakir von Kufa bekommen. Und Imam Abu Hanifa hat gesagt, er hat nach jedem Salat, nach jedem Gebet, das er gemacht hat, hat er, nachdem er für seine Eltern Dua gemacht hat, hat er für Hamad ibn Suleiman Dua gemacht. Und Imam Abu Yusuf hat gesagt, nach jedem Gebet seines Lebens, noch bevor er Dua für seine eigenen Eltern gemacht hat, hat er Abu Hanifa gemacht. Und das ist auch etwas, was für uns wichtig ist, ja? Dass wir für die Hodjas, die uns unterrichtet haben, ich rede jetzt gar nicht von Eltern, ist nur an erster Stelle, aber die Hodjas, die uns unterrichtet haben, die Lehrer, die uns unterrichtet haben und so weiter, diesen Leuten sollen wir dankbar sein und wir sollen sie im Dua erwähnen. Und es mag sein, dass irgendein Freund mir einmal ein Hadith gesagt hat, das ist ein Lehrer für mich. Und es kann sein, dass ich ein Lehrer für ihn bin, es ist wechselseitig, aber einfach, wir sollen das hochschätzen, wir sollen die Leute, die uns etwas unterrichtet haben, hochschätzen. Und das haben uns diese Leute, das haben uns so diese Gelehrten gezeigt. Imam Abu Hanifa hat dann die größte Halakha von Kufa gehabt, also die größte Wissensversammlung von Kufa gehabt. Und das muss man sich vorstellen, was das bedeutet. Ja? In Kufa zu der Zeit hat das viel bedeutet, weil Kufa einfach voll war mit Wissenden, voll war mit Tabi'in, voll war mit den großen Imamen der Tabi'in. Ja? Und wenn ein Mensch zu der Zeit dann eine große Stellung gehabt hat, dann hat das viel bedeutet. Ja? Wenn ich sage, jemand hat die größte Halakha in Berlin, bedeutet das gar nichts. Das ist nur einfach es bedeutet erst, also man kann das bedeutet nicht, das bedeutet nicht viel. Weil wenn es in einer Stadt nichts gibt und jemand macht etwas, dann okay. Aber es hat keine große Bedeutung. Imam Abu Hanifa bekannt für seine Gottesfurcht. Er war bekannt dafür, dass wenn er gefragt worden ist über etwas, also wenn er nach einer Fatwa gefragt worden ist, hat er geschwitzt, wenn er die Antwort gegeben hat, weil er so Angst gehabt hat davor. Und das ist etwas, was wir immer wieder uns vor Augen halten müssen. Die Gewohnheit und die Eigenschaft der Salaf war es, dass sie vor der Fatwa geflüchtet sind.
dass sie schnell waren in Handlungen, in guten Handlungen, aber extrem langsam waren in Fatwa. Und wir sind genau das Gegenteil. Wir sind schnell in der Fatwa und langsam in guten Handlungen. Es wird berichtet, dass einmal haben sie nach einer war bestimmte Frage, eine Fiqh-Frage, und Imam Abu Hanifa hat mit seinen Schülern versucht, also es waren sozusagen die Chefgelehrten, und die haben versucht, eine Antwort darauf zu finden, haben das Messer studiert und so, und sie haben die Antwort nicht gefunden. Und Imam Abu Hanifa hat geweint und hat gesagt, das ist von meinen Sünden. Meine Sünden sind der Grund dafür, dass wir diese Antwort nicht finden. Einer hat berichtet, dass er zum Escher-Gebet, also sie waren im Gebet und Imam Abu Hanifa war dabei und der Imam hat Surat al-Arud al-Zalaha gelesen. Ja? Und bei der letzten, also am Ende der Sura, an diesem Tag werden sie, wird jeder, also jeder, der was Gutes macht, wird das sehen, und jeder, der was Schlechtes macht, wird das sehen. Und nach diesem Gebet, Abu Hanifa ist dort gesessen, und hat seinen, also in dieser Haltung hat seinen Bart gehalten und an den Boden geschaut. Und der Mann hat gesagt, er ist am nächsten Tag zum Frühgebet gekommen und findet Imam Abu Hanifa in der gleichen Haltung und weinend. Dann gefragt, was los ist. Und er hat gesagt, hast du nicht gehört? An jedem Tag werden wir jede schlechte Tat, die wir gemacht haben, werden wir wiederfinden. Und er hat Angst gehabt vor seinen schlechten Taten, die er an jedem Tag wiederfinden wird. Ich meine, die Bücher sind voll, also man kann diesen 300 Seiten über die Eigenschaften von Abu Hanifa, wir könnten viel darüber sprechen, die Zeit ist einfach zu kurz. Wie gesagt, es ist nur, die Punkte, die ich erwähne, sind nur dafür, um uns neugierig zu machen und sozusagen einen Geschmack zu geben, mehr davon zu hören oder zu lesen. Es gibt diese Aussage, die heißt, naja, das, also insgesamt muss man sagen, heutzutage hat die hanafitische Rechtsschule kein sehr gutes Image. Also, ich spreche jetzt nicht von Türken und so, aber nicht von türkischen Moscheen, aber so im Allgemeinen, also Rechtsschulen allgemein sind nicht so gut angesehen, aber vor allem die hanafitische ist so, also es gibt da ganz einige sehr, sehr abschätzende Äußerungen, die so in der Öffentlichkeit gemacht werden gegen die hanafitische Rechtsschule, die man nicht wiederholen muss. Aber eine Aussage ist immer, naja, das Gebet bei Abu Hanifa ist schwach. Sein Gebet ist schwach. Also das heißt, das Fuck seines Gebets entspricht sozusagen nicht dem, was in der Sunna irgendwie überliefert wäre oder so. Und diese Aussage ist natürlich eine große Anmaßung. Warum? Wie gesagt, ich spreche jetzt nicht von Usul, ich vertiefe mich jetzt auch nicht in irgendwelche Usul-Fragen. Aber jetzt ganz banal, ja? Abu Hanifa hat von den Tabi'in gelernt. Er hat von den größten Wissenden dieser Generation gelernt. Und er hat Reisen gemacht, wo er unter den Leuten von Medina gebetet hat. Er hat unter den Leuten von Mekka gebetet, unter den Leuten von Kufa gebetet. Er hat unter den größten Gelehrten seiner Zeit gebetet. Die größten Gelehrten seiner Zeit sind in seiner Halakat gesessen. Und die größten Gelehrten seiner Zeit haben ihn unterrichtet. Und die größten Gelehrten auch späterer Zeiten haben ihn geachtet. Und es ist einfach wichtig, das zu sehen. Ist es wirklich wahrscheinlich, dass er sich so getäuscht hat? Ist es natürlich möglich, dass sich Leute sehr kurz, also sehr früh nach dem Tod des Propheten getäuscht haben? Das ist möglich. Aber ist es möglich, dass es Einigkeit gegeben hat über solche Täuschungen? Das ist, also nicht, ich sage, ich rede schon nicht von Ijma, aber ich rede davon, dass sich dass die breite Akzeptanz, die es für Abu Hanifa gegeben hat, für den Laqab al-Imam al-Adam, dass das alles Täuschung war. Ist es möglich, dass ein Mensch wie Imam Shafi'i sagt, alle Menschen sind im Fuqh bedürftig nach Abu Hanifa? Es ist sehr interessant auch zu sehen, die zwei, wenn wir über Imam Abu Hanifa lesen, dann haben wir zwei ganz, ganz große Quellen, also klassische Quellen. Ja? Das eine Buch ist von Imam Suyuti,
تبييض الصحيفة في في مناقب الإمام أبو حنيفة. تبييض الصحيفة. Das Weißen der Seiten über die Eigenschaften von Imam Abu Hanifa. Das heißt, wenn man Seiten weiß, das heißt, er korrigiert alle Missverständnisse und alles, was an negativer Kritik an negativer Kritik über Imam Hanifa gesagt worden ist. Ja? Und das andere ist von ihm Hajj al-Haythami, das heißt Al-Khirat al-Hisan fi Manaqib al-Nu'man oder al-Imam al-Nu'man. Also, auch hier wieder ein Buch über die guten Eigenschaften von Imam Abu Hanifa. Das Interessante daran ist, dass beide keine Hanafiten, also keine hanafitischen Gelehrten sind. Also wenn man sagt, okay, jemand in der eigenen Schule lobt den Gründer seiner Schule, dann ist das etwas, was leicht ist. Ja? Aber dass Imam Shafi und große schafidische Gelehrte und so weiter ihn loben, das ist was Besonderes. Auch, dass in seinen Halakat, das ist auch etwas Wichtiges, was wir lernen müssen. In seinen Halakat, in seinen Unterrichten sind Gelehrte gesessen. Al-Fudayl ibn Iyad war ein Schüler von ihm. Genies wie Shaybani und Abu Yusuf waren Schüler von ihm, Nusufar und so weiter. Dieser Punkt ist sehr wichtig. Für uns spielt es keine Rolle, wie viele Leute irgendjemanden toll finden. Das spielt keine Rolle. Weil die Masse macht es nicht aus. Es können die absurdesten Ideen und die absurdesten Strömungen haben viele Anhänger, egal was das ist, ob es religiös oder nicht religiös ist. Aber in Bezug auf diese Wissenskultur im Islam ist es wichtig, wer sind die Leute, die zuhören und wer sind die Leute, die es akzeptieren. In Damaskus hat es einmal, jemanden gegeben, der bekannt war für seine Unterrichte und für sein Wissen und so weiter. Und bei dem, was er bekannt hat, ein Problem gehabt, dass er sehr starken Mu'tazili Einfluss gehabt hat. Also die Gelehrten haben ihn nicht akzeptiert. Und dort hat immer die Leute, die ihn gern gehabt haben, immer gesagt, ja, Mashallah, das ist ein großer Gelehrter und schau mal seine Sitzungen an. Die Sitzungen von ihm, da kommen jeden Tag kommen Hunderte von Ärzten, Ingenieure, Universitätsprofessoren. Und Sheikh Hasan Hindi hat damals gesagt, das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Das heißt nichts, wenn bei einem Gelehrten, Universitätsprofessor und Ärzte sitzen, das bedeutet nichts. Es bedeutet etwas, wenn Tulab al-Ilm dort sitzen. Wenn Leute dort sitzen, die sich in der Scharia auskennen. Wenn Leute sitzen, die in der Religion gebildet sind. Und wenn die dort sitzen und von ihm lernen, das bedeutet was, das ist ein gutes Zeichen. Aber dass ein Mediziner dort sitzt, ein Ingenieur, das ist das in Bezug auf islamisches Wissen, ist er vielleicht ein Kind und hat keine Ahnung. Und ist genauso wie ein Analphabet, der keinen akademischen Titel hat. Also, wenn man Gelehrte sucht und wenn man zu Gelehrten gehen will und lernen will, soll man immer schauen, wer hört diesen Gelehrten zu, wer akzeptiert ihn, wer unterstützt ihn, wer lobt ihn. Und es ist uninteressant, ob ihn der Präsident sowieso lobt oder der Ingenieur sowieso lobt, sondern es ist interessant, was sagen die Gelehrten über ihn und was sagt er über die Gelehrten. Und das ist immer das, uns interessiert, wenn wir wollen, interessiert uns das Zeugnis von Gelehrten und nicht das Zeugnis von einfachen Leuten. Und das ist etwas, was man auch bei Imam Abu Hanifa sehen kann. Ja? Dass die Leute, die bei ihm gesessen sind, waren die geistige Elite dieser Zeit. Die Leute, von denen er gelernt hat und die Leute, die nachher bei ihm gesessen sind. Und wenn ein Mensch in diesem Bereich von Dauer und so weiter arbeitet, dann muss man immer schauen, wie steht er zu seinen Lehrern, wie stehen seine Lehrer zu ihm, ja? Und wer sind seine Schüler und wie sind seine Schüler und wie entwickeln sich seine Schüler. Das sind zwei ganz wichtige Kriterien. Einer meiner Lehrer hat gesagt, wenn du in diesem Bereich arbeitest, wenn jemand in diesem Bereich arbeitet, so im Bereich von Dauer und Elm und so weiter, ja, dann hat er drei Kriterien. Er sagt, deine Lehrer sind die Decke, Sakf, ja, die sind das. Also die Arbeit, diese islamische Arbeit ist wie ein Raum. Deine Lehrer sind die Decke, sind das, was oben ist, was immer über dir ist. Okay? Deine Akran, das heißt deine Kollegen, die Leute, die das Gleiche machen, sind die Wände. Das heißt, ein Scheich muss es aushalten können und soll es sogar glücklich darüber sein, wenn ein anderer Scheich zu ihm kommt.
Man muss immer schauen, wie sind die Beziehungen von den Gelehrten zu den anderen Gelehrten. Das ist ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Wenn einer Wissen verbreitet, aber über alle anderen schlecht spricht, dann weiß man, dass irgendwas nicht stimmt. Also er hat gesagt, diese Arbeit ist wie ein Raum, deine Lehrer sind wie die Decke, die Akran, also deine Genossen unter Anführungszeichen, die das Gleiche tun wie du, sind die Wände, die das begrenzen. Also mit denen sollst du Kontakt haben, du sollst den Raum begrenzen durch Kontakt mit denen, die das Gleiche tun wie du. Und die Schüler sind Maslaka. Die Schüler sind die Erde, der Boden, auf dem du ausrutschen kannst. Warum? Weil jemand, der unterrichtet und der hat irgendwo ein paar tausend Schüler und die himmeln ihn an und so weiter, ist gefährlich für ihn, ist gefährlich für seine Nefs. Und da kommt man sehr leicht auf irgendwelche falschen Wege. Also die Nefs mag das natürlich, die hat das gern, wenn Leute zuhören und so weiter. Und da rutscht man leicht aus. Und darum muss man immer, also ist immer wichtig bei jemandem, der unterrichtet, die Beziehung zu denen, von denen er gelernt hat. Und jetzt erinnere ich euch an das, was er sagt. Ich habe kein Gebet gemacht, ohne für Hamad ibn Suleiman Dua zu machen. Ja. Gut. Genau, und jetzt noch ein Punkt, der ganz wichtig ist. Oder zwei Punkte, die noch wichtig sind, dann sind wir zu Ende. Der eine Punkt über Kufa. Wir haben gesagt, Kufa war voll mit Tabi'in und voll mit Salihin und voll mit Gelehrten und so weiter. Okay. Wunderschön. Er hätte aber genauso nach Medina gehen können, da hätte er vielleicht noch mehr Sahaba gefunden, noch mehr Tabi'in, noch mehr Baraka gefunden. Kufa war aber nicht nur eine Stadt, die jetzt voll war mit islamischem Wissen und voll war mit Nachfolgern des Propheten, sondern es war auch eine Stadt, die ganz andere Aspekte gehabt hat. Einerseits, Kufa ist ein Schmelztiegel von Kulturen. Muss ich vorstellen, das ist die Geschichte davon, Mesopotamien, das ist die, sozusagen die Wiege der Hochkulturen, die Wiege der Schriftkultur. Im Irak waren Christen dort und christliche, christliche Richtungen, die es vielleicht auf der ganzen Welt nicht mehr gibt. Bis heute, Irak, Scham allgemein, aber Irak im Besonderen. Man findet dort auch Ausprägungen von alten Religionen, die man nirgends anders mehr findet. Ich habe mich immer gefragt, was zum Beispiel As-Sabi'in sind im Koran. Und dann in Syrien habe ich Iraker kennengelernt, die eben Sabäer waren, die noch immer Sabäer sind. Ja? Und die haben ich habe sie gefragt nach ihrer Religion. Und das Wichtigste bei uns ist, dass wir Rituale haben, uns ganz weiß anzuziehen und in den Fluss zu baden. Faszinierend, wo findet man solche Leute? Also, und Irak ist einfach so ein Schmelztiegel von Kulturen und von unterschiedlichsten auch religiösen Kulturen. Und Kufa zu der Zeit war so. Kufa war extrem vielfältig. Eben, es hat Christen dort gegeben, es hat philosophische Schulen gegeben, es hat das ganze persische Erbe dort gegeben, was riesige, wichtige und große Geisteskultur ist. Dann in Bezug auf die islamischen Gruppen, es waren Schiiten dort, es waren Mu'tazila dort, es waren Khawarij dort. Ja? Also Kufa war extrem heterogen. Ja, und das war auch etwas, was eventuell auch die Systematik der Hanafiten geprägt hat. Weil die Geisteskultur ist natürlich völlig anders, wenn ein Mensch nur unter Muslimen lebt, dann entwickelt sich eine völlig andere Geisteskultur, als wenn jemand mit 20 oder 50 verschiedenen Ideologien und Religionen konfrontiert ist. Und wir müssen auch sehen, dass es gleichzeitig eine Chance ist, diese Konfrontation mit unterschiedlichsten kulturellen Erben ist eine Chance, dass sich eine islamische Geisteskultur entwickelt. Und insofern sollen wir auch die Tatsache, dass wir hier in einer geistig heterogenen Landschaft leben, dass wir in einer vielfältigen Kultur leben, sollen wir als Chance begreifen. Wenn sich die Muslime anstrengen und wenn wir von richtigen Quellen lernen, wenn wir richtig auf diese Vielheit, oder Vielfalt reagieren, dann ergibt sich daraus eine große Chance für eine Geisteskultur, die vorher nicht da war und die vielleicht gut ist. Also wenn ich jetzt denke, zum Beispiel Sheikh Hamza Yusuf,
das konfrontiert mit einer Geisteskultur in Amerika, mit der bis vor kurzem kein Muslim konfrontiert war. Und daraus ist aber eine Strömung entstanden. Also ich spreche jetzt nicht nur von ihm allein, aber es ist nur ein Beispiel von Hunderten, Tausenden. Ja. Daraus sind Dinge entstanden, die es vorher nicht gegeben hat. Und viele von den Dingen sind gefährlich und viele von den Dingen sind also die aus so einer Konfrontation entstehen, sind problematisch, aber viele sind auch fruchtbar und gut. Also ich sage nicht, dass sich daraus automatisch etwas Gutes entwickelt, aber die Chance ist da. Wir sind in der Vielfalt, in der wir leben, in der Welt, mit der wir konfrontiert sind, sind wir in einer geistigen Krise. Und ich habe mal ein Esoterikbuch gelesen, das Wort Krise in der chinesischen Schrift wird aus zwei verschiedenen Schriftzeichen zusammengesetzt. Nämlich aus dem Schriftzeichen Gefahr und aus dem Schriftzeichen Chance. Beides. Eine Krise ist Gefahr und Chance in einem. Und das soll man sich immer denken, auch wenn man in einer Lebenskrise ist zum Beispiel. Wenn man in einer Lebenskrise ist, soll man immer sehen, das ist eine Gefahr für mich und es ist eine Chance für mich, beides. Und die Krise, in der die Muslime jetzt sind Gefahr und Chance und so weiter. Gut, also jedenfalls, ich habe Abu Hanif hat in dieser vielfältigen Kultur gelebt und daraus hat sich natürlich auch sehr viel geprägt. Ein Beispiel, das wahrscheinlich viele von Ihnen kennen, ist seine Diskussion mit den Atheisten. Es waren Leute, die gesagt haben, es gibt keinen Gott und das Ganze mit Gott, das war auch damals schon modern bei manchen Leuten, das Ganze mit Gott ist alles Schwafelerei, ist alles Unsinn, ist alles unlogisch und die Konsequenz, die logische Konsequenz des menschlichen Verstandes ist die, dass man sagt, es gibt keinen Gott und es gibt keinen Schöpfer, sondern die Dinge haben sich aus sich selbst heraus entwickelt. Imam Abu Hanifa hat gesagt, er trifft sich mit diesen Leuten, um mit ihnen zu diskutieren. Sie machen eine öffentliche Diskussionsveranstaltung. Sie haben sich eine bestimmte Zeit ausgemacht. Die Atheisten oder die Atheisten sind gekommen. Imam Abu Hanifa, alle warten, warten, warten. Er kommt, kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht. Die waren ungeduldig, weil gerade der Religionsvertreter sollte doch eigentlich viel korrekter sein. Dann irgendwann ist er gekommen, hat sich entschuldigt, hat gesagt, es tut mir furchtbar leid. Mein Haus ist auf der anderen Seite des Flusses und es war damals hat es keine Brücken gegeben, sondern es waren so Fähren, so Floße, die einen von einer Seite auf die andere führen. Und ich war auf der anderen Seite des Flusses, habe keinen Floß gefunden. Und dann nach einer Zeit habe ich glücklicherweise gesehen, dass ein Baum ins Wasser fällt. Zu mir, also flussaufwärts, habe ich einen Baum gesehen, der hat sich geneigt, 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 ist ins Wasser gefallen. Dann habe ich gesehen, wie sich der Baum langsam, das Holz langsam spaltet in verschiedene Holzteile und sie schwimmen zu mir. Dann habe ich gesehen, wie die Holzteile sich plötzlich verbinden, zu einem Floß werden. Dann war das Floß bei mir, ich bin auf das Floß gestiegen und bin zu euch gekommen. Das war der Grund für die Verspätung. Und alle haben ihn angesehen und haben gesagt, verrückt, was soll das? Willst du uns fair, wie sagt man, fair? Auf den Arm nehmen, danke. Willst du uns auf den Arm nehmen? Ja? Und er hat das gehört und hat gesagt, okay, Diskussion ist aus, danke, Diskussion gewonnen. Warum? Weil er gesagt hat, ihr glaubt mir nicht, dass etwas so Primitives wie ein Floß, das einfach fünf Holzstücke sind, die zusammengebunden sind, dass sowas aus sich selbst heraus entstanden ist. Aber ihr glaubt, dass das Himmel und Erde und der ganze Kosmos aus sich selbst heraus entstanden ist, ohne Schöpfer? Das war also ein Beispiel für die Diskussionskunst von Imam Abu Hanifa. Es wird berichtet, dass er Diskussionen nicht gern gehabt hat. Also er ist prinzipiell aus dem Weg gegangen. Aber wenn es notwendig war, hat er es gut gemacht. Und das ist auch interessant. Jemand hat ihn gefragt, warum. Er hat seinem Schüler gesagt, er soll zu keinem Munazara gehen, er soll zu keiner Diskussion gehen, er soll sich nie auf keine Debatten einlassen. Und der Schüler hat zu ihm gesagt, aber du hast doch teilgenommen. Also du hast doch in deinem Leben an öffentlichen Diskussionen, Debatten teilgenommen. Warum ich nicht? Er hat gesagt, wenn wir debattiert haben mit jemandem, wenn wir diskutiert haben mit jemandem, waren unsere Köpfe so, als würden Vögel drauf sitzen. Also ihre Köpfe waren gesenkt. Warum? Aus Angst, dass unser Gegner einen Fehler machen könnte und dass dieser Fehler für ihn sozusagen im Jenseits ein Problem machen könnte. Also die Angst war, dass die Diskussion den Gegner dazu bringt,
einen Fehler zu machen, der ihm im Jenseits schadet. Aber ihr, er hat gesagt, aber ihr wünscht euch, einen Fehler von euren Gegnern zu sehen. Und dieser Fehler könnte für diesen Menschen Kuffer bedeuten. Damit wünscht ihr für euren Gegner Kuffer. Und wer für jemanden Kuffer wünscht, ist Kaffer, bevor sein Gegner Kuffer macht. Es ist nicht sehr, also es ist sehr extrem, aber einfach ist es diese Warnung vor Diskussionen, die Warnung vor Debattieren. Weil er gewusst hat, dass wenn man debattiert, wenn man diskutiert, wenn man einen Gegner hat, wenn man von etwas überzeugen will, dass es sehr leicht passiert, dass die Nefs, sozusagen, vor allem in Bezug auf Kalam und auf Akida und so, dass die Nefs sich daran festhängt an dem, an den eigenen Standpunkt, einfach siegen will. Und das kann einfach Folgen haben, die dramatisch sind und schwer sind. Das Letzte noch zu seiner Lebensgeschichte. Das ist auch die Geschichte von Kufa. Imam Abu Hanifa hat in einer politisch sehr, sehr, sehr schweren Zeit gelebt. So wie wir jetzt politisch in einer sehr, sehr, sehr schweren Zeit leben. Ja. Er hat gelebt in der Zeit von sozusagen das Ende der Umayyadenzeit und das Beginn der Abbasidenzeit. Und er hat sozusagen diesen Umsturz oder diesen Machtwechsel direkt miterlebt. Und es ist auch, also die Überlieferungen deuten darauf hin, dass er diesen Machtwechsel und also dass er sympathisiert hat damit, ohne sich aber direkt in irgendwelche politischen Aktivitäten zu begeben. Das heißt, er war mit dem Ende, mit den letzten Herrschern der Umayyaden sehr, sehr unzufrieden, sehr, sehr enttäuscht von ihnen. Ja, und hat Hoffnung gehabt in die Abbasiden. Okay? Und er ist aber, er hat sich aber nicht direkt in politische Aktivitäten begeben. Jeden, der das interessiert, soll nachlesen, welche Umstände das waren und was genau waren und welche Gründe dazu geführt haben. Aber ich glaube, etwas ist wichtig dran für uns, nämlich wir haben eine sehr idealistische Vorstellung vom Kalifat. Es gibt so diese Vorstellung, so, wenn es ein Kalifat gibt, dann ist alles in Ordnung. Ja, wir müssen nur warten, bis der Kalif wiederkommt und dann ist alles schön. Ja. Und wenn man sich vorstellt, wenn man sich anschaut, was in den ersten zwei Jahrhunderten alles passiert ist, ja, von diesen edlen Generationen, von diesen großen Generationen, ja, was da passiert ist an politischer Verwirrung, an Brutalität, an schlimmen Dingen, dann sieht man, einfach, wo Menschen sind, Nummer eins, wo Menschen sind Menschen. Immer, wenn es Menschen gibt, dann kommen einfach menschliche Schwächen zum Vorschein. Das ist normal, ja. Und gleichzeitig, aber wenn politische Macht im Spiel ist, wird alles noch viel komplizierter, ja. Und politische Macht ist absolut nicht Leichtes. Ja. Und große Menschen, so große Menschen, diese Generationen damals sind teilweise, manche von ihnen sind daran gescheitert, von denen man es nicht erwartet hat vielleicht. Und wie wird es uns dann gehen? Wie schaffen wir es jetzt, uns zu konkurrieren? Also man wundert sich, wenn Leute sich schlagen um politische Macht und konkurrieren um politische Macht, weil es einfach, politische Macht ist so was Schwieriges. Ja? Aber jedenfalls, es wird nicht alles in Ordnung, wenn der Kalif wiederkommt. Weil es war die ganze Geschichte, es ist nicht so, dass Atatürk das Paradies zerstört hat. Ich will jetzt nicht auf Atatürk, auf türkische Geschichte eingehen. Aber einfach, es gibt so diese Vorstellung, ja, solange, also es war alles schön, es war ein islamisches Reich, alles war gut, alles war in Ordnung, ja. Und dann plötzlich ist irgendwer gekommen, hat irgendeine Intrige gemacht, hat alles zerstört und jetzt ist alles schlecht. Und wenn der Kalif dann wiederkommt, ist wieder alles gut. Und die Geschichte spricht aber nicht dafür. Okay? Jedenfalls, Imam Abu Hanifa ist in der Zeit, wo der Höhepunkt der Fitna war, ist er für 5, 6 Jahre in Hijaz gegangen, also nach Mekka und Medina gegangen, hat sich sozusagen zurückgezogen, sich ferngehalten von dort. Und dann ist er wieder zurückgegangen, hat dann die letzte Zeit dann in Bagdad verlebt und ist gestorben unter folgenden Umständen. Al-Mansur, der Khalif, wollte ihm die Verantwortung für das Richterwesen überantworten, weil er gewusst hat, er ist der größte Gelehrte. Und ich glaube, die Geschichte kennt ja jeder. Und er hat sich geweigert. Und ich will nicht im Detail darauf eingehen, auf jeden Fall war es dann so, dass Abu Hanifa ins Gefängnis gesperrt worden ist
Und dann, wie er gestorben ist, gibt es unterschiedliche Versionen. Es wird gesagt, er ist im Gefängnis gestorben und vergiftet worden. Es wird überliefert, er ist aus dem Gefängnis geflüchtet. Durch seinen, also sein Jalad, der Mann, der ihn peitschen sollte, hat ihn rausgeholfen. Und es wird überliefert, dass er schon entlassen worden ist, aber unter Hausarrest gestanden ist. Die ganzen Methoden, die es jetzt gibt, hat es damals auch gegeben. In der ganzen Geschichte der Menschheit. Wir sagen nicht, also es gibt eine ganz gefährliche Schlussfolgerung, die manche Leute daraus ziehen wollen, dass sie sagen, na schaut, der Islam, da waren schon immer Diktaturen. Nein, die Menschheitsgeschichte ist einfach, die Menschheitsgeschichte ist keine sehr rosige Geschichte. Und die Geschichte von Politik und von Herrschaft und von Staatswesen ist keine rosige Geschichte. Ja? Im Islam und anderswo. Genau. Und Imam Abu Hanifa ist gestorben, hat als Testament, und das spricht eher dafür, dass er außerhalb des Gefängnisses gestorben ist, zwei Dinge, also es waren zwei Testamente. Eines ist Wasiat Abu Hanifa, das ist also ein kleines Büchlein, Aqida, das heißt das Testament von Abu Hanifa, das kann man, es gibt auch gedruckt jetzt, das war 20 Seiten, das Büchlein. Ist auch ganz schön aufgelegt und mit neuen Tahqiq und so. Und das zweite war, er hat gesagt, begrabt mich in einer Ard Tayyibah, in einer guten Erde, in welcher ihr sicher seid, dass kein Rast geschehen ist, dass nicht unrechtmäßig vom Kalifen irgendwie annektiert worden ist. Dass Mansur sie nicht irgendwie unrechtmäßig sich angeeignet hat. Also er will wo begraben werden, wo es ganz sicher ist, dass da keine nichts ist, was irgendwie haram ist. Ja? Und das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, das ist für einen Herrscher, wenn Mansur schon schwierig. Ja? Ich meine, der große Gelehrte stirbt. Und das Letzte, was er hinterlässt, ist noch einmal Spitze. Die Spitze ist wirklich, also sticht. Ja? Begrabt mich dort, wo man so nichts, wo er sozusagen keine Hand gehabt hat oder nichts Falsches gemacht hat. Obwohl Abu Hanifa, er hat dem Abbasidenherrschaft, er hat Bayer gegeben und hat prinzipiell allgemein die Abbasidenherrschaft unterstützt. Aber er wollte nicht zum politischen Instrument von Herrschern werden. Okay? Und hat sich aus dem Grund von diesen ganzen Dingen ferngehalten, also von diesen Ämtern und so weiter. Und hier ist auch vielleicht der Punkt, der wichtig ist, dass die Nachfolger von ihm haben dann teilweise diese großen Ämter akzeptiert. Okay? Und es das heißt, das hanafitisches Recht ist dann sozusagen ein Staatsrecht geworden. Auch aufgrund der Tatsache, dass einfach große hanafitische Gelehrte diese Stellungen inne gehabt haben und sozusagen das Fiqh aus Herrscherperspektive auch aufgearbeitet haben und sozusagen es staatstauglich gemacht haben. Okay? Was bedeutet für uns die Frage, ob ein Gelehrter, in welcher Weise sich ein Gelehrter zur Politik positioniert, ist eine Frage von Ijtihad. Und das ist ganz wichtig. Seid vorsichtig, jemanden zu verurteilen, weil er mal einen Präsidenten besucht hat oder weil er irgendwo ein Amt inne hat oder so. Man muss sehr vorsichtig sein. Warum? Weil wir kennen die Absicht nicht und in manchen Fällen ist es notwendig. Es gibt Fälle, wo es gut und notwendig ist, dass ein Gelehrter einen Herrscher besucht, um einen guten Ratschlag zu geben. Das ist eine Sunna im Prinzip. Es ist manche Gelehrte haben einfach gesehen, es ist ein Nutzen drinnen. Wenn sie es nicht machen, macht es jemand anderer, der vielleicht weniger weiß und so. Das heißt, wir sehen Leute wie Abu Hanifa, die den Ijtihad gehabt haben, dass sie sich fernhalten davon. Wir sehen andere Leute, die Ijtihad gemacht haben, dass sie sich aktiv an einer Revolution beteiligen. Wir sehen manche Gelehrte, die den Ijtihad gemacht haben, dass sie sozusagen neben dem Herrscher stehen und ihn beraten. Bitte? Gibt es jemanden, der nicht weiß, also die sozusagen sich angestrengt haben, in dieser Frage eine qualifizierte Meinung zu finden? Das heißt, einfach ein Gelehrter ist jetzt damit konfrontiert mit der Frage, soll ich als Richter arbeiten oder nicht? Okay? Und der muss jetzt nachdenken drüber und muss diese Frage irgendwie klären. Und er findet aber keine ganz eindeutige Antwort. Also er findet, es gibt keine ganz eindeutige Antwort in der Sunna und im Koran, die ihm jetzt sagt, du sollst oder du sollst nicht. Ja? Aus dem Grund muss er aufgrund seines Wissens und seiner Erfahrung und seiner Erwartung auch
ein Urteil fällen. Und dieses Urteil kann richtig oder falsch sein. Ja? Es kann richtig oder falsch sein, dass ein Gelehrter sich neben einen Herrscher stellt und sagt, ich berate ihn. Es kann richtig oder falsch sein. Es kann richtig oder falsch sein, dass ein Gelehrter bei einer Revolution mitmacht und die Leute aufwiegelt gegen einen Herrscher. Kann richtig oder falsch sein. Es kann richtig oder falsch sein, dass gewisse Gelehrte sagen, wir haben mit Politik nichts zu tun und wir sagen weder Ja noch Nein zu der politischen Herrschaft. All das sind Dinge, die jeder entscheidet nach seinem Gewissen und jeder ist verantwortlich dafür. Und wir haben Gelehrte nicht dafür zu verurteilen und nach zu beurteilen, welche konkrete Position sie in einer politischen Situation einnehmen. Weil man sich da zu leicht täuschen kann. Und wir müssen immer daran denken, das Fleisch der Gelehrten ist vergiftet. Was heißt das? Das Fleisch der Gelehrten ist vergiftet, heißt, dass wenn du Rieber machst, wenn du über Menschen schlecht sprichst, dann isst du das Fleisch deines toten Bruders, richtig? Das ist eine Tatsache. Das ist nicht irgendwie jetzt ein drastischer Ausdruck von mir, das ist eine Tatsache, die alle uns informiert. Über jemanden schlecht zu sprechen, ist das Fleisch deines toten Bruders zu essen. Ja? Und das Fleisch des Gelehrten ist vergiftet, dass du wirst dran sterben. Das Fleisch eines normalen Menschen zu essen, der Tod ist, ist ekelhaft und schrecklich und abstoßend, ja. Aber wenn du weißt, dass es Vergift noch dazu ist, dann wirst du noch mehr hüten, das wird dich umbringen. Und über Gelehrte schlecht zu sprechen, ist etwas, was man nicht anfangen soll. Darum ist der Spruch, das Fleisch der Gelehrten ist vergiftet. Das ist ein typischer arabischer Ausdruck, aber er ist sehr gut. Und merkt sich, das ist Regel. Ja? Wenn es um Gelehrte geht, wenn es um Sahaba geht, wenn es um solche Dinge geht, schweigen. Ja? Schweigen und keine Urteile fällen und sie sind verantwortlich für das, was sie tun, du bist verantwortlich für das, was du tust und verlassen. Aber aufpassen mit dem, ja. Gut. Und Imam Abu Hanifa hat eben diese zwei Testamente hinterlassen und ist gestorben in Bagdad. Und es wird wieder überliefert, mit aller Vorsicht bei diesen Zahlen, dass 50.000 Menschen zu seinem Begräbnis gekommen sind. Was enorm ist. Ja. Und der Stadtteil in Bagdad, wo er begraben ist, heißt Al-Azamiyya. Von Al-Imam Al-Azam. Also der ganze Stadtteil ist nach ihm benannt. Und als der zweite Irakkrieg war, ist ja Bagdad relativ stark bombardiert worden. Und ich habe das mit meinen eigenen Ohren gehört von Leuten, die aus Bagdad kommen, die gesagt haben, die Leute sind während dieser Bombardements zur Moschee von Abu Hanifa geflüchtet, weil manche von ihnen gesehen hätten, und ich sage jetzt, es kann Legende sein, es kann richtig sein, aber ich habe gehört, dass die Leute von Bagdad das sagen, dass manche Leute gesehen hätten, dass Bomben vom Himmel fliegen, Richtung der Moschee von Imam al-Azam und über der Moschee plötzlich sozusagen ausweichen und neben die Moschee fliegen, aber die Moschee nicht berühren oder so. Und aus dem Grund haben Leute sozusagen haben gesagt, es ist bekannt geworden den Leuten von Bagdad. Wie gesagt, es kann eine Legende sein, ich sage nicht, dass es richtig ist, aber es ist interessant, dass diese Geschichten verbreitet sind, dass sozusagen dieser Platz geschützt ist und dass Leute dort Schutz gesucht haben, weil sie gewusst haben, dort fällt keine Bombe hin. Ja. Wie gesagt, auch wenn es eine Legende ist, aber es zeigt auch noch, wie lebendig das Andenken von Abu Hanifa in Bagdad ist. Das ist auch interessant. Also was mit den Iraker, können vielleicht mehr darüber sagen. Gut. Und genug für heute. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad ibn Ali, was sagt er? Das ist die Möglichkeit.